Das Objekt der Begierde wird vor dem großen Finale im Brandenburg-Pokal entsprechend platziert. Die heimischen Fans schauen sich den Pokal natürlich gerne an. Letztes Jahr durfte Cottbus ja schon jubeln. Dieses Jahr geht es um die Titelverteidigung für die Männer von Trainer Klaus-Dieter Wollitz. Der hat ja diese Woche schon mal einige verbale Ansagen an den Relegationsgegner in Richtung Liga 3, an die Spielvereinigung Unterhaching geschickt. Heute gilt es aber erstmal, Luckenwalde aus dem Weg zu räumen. FC Energie im Finale der klare Favorit. Schiedsrichter der Partie Tobias Hagemann. Die Hausherren wie immer in den rot-weißen Trikots. Die Gäste dementsprechend in blau und weiß. Und dann gehen wir auch rein in die Partie. Cottbus von links nach rechts. In der Liga hatte man Luckenwalde zu Hause mit 3:0 besiegt. Da will man heute gerne weitermachen. Erster Schuss von Hasse, noch ohne Zielwasser. Doch die Hausherren nehmen sofort das Heft des Handelns in die Hand. Die linke Seite für Angriffe sehr, sehr beliebt. Dieser Schuss hier landet noch am Aluminium. Wehling war das. An sich stramm geschossen. Keeper Thoms wäre aber noch da gewesen. Der ehemalige Bundesligist lässt einfach nicht locker. Erneut geht's über die linke Seite. Abschluss ganz gut und dann ist Hottmann da und dann steht's 1:0 für den Favoriten. Die Führung bereits zu diesem Zeitpunkt mehr als verdient. Die Abwehr von Keeper Thoms etwas unglücklich. Hottmann löst sich dann super vom Gegenspieler und bringt den Ball im Gehäuse unter. Die Frage ist, was ist mit Luckenwalde los? Kommen die nochmal? Erster nennenswerter Angriff der Gäste und dann steht es tatsächlich schon 1:1. 25. Spielminute. Phil Buttendeich netzt eiskalt ein und stellt alles wieder auf Anfang. Schöne Kombination, Abwehr der Cottbusser. Vogelwild viel zu weit weg. Keeper Bethke aus der Distanz chancenlos. Und dann klingelt's im Cottbusser Tor. Wird das Spiel jetzt offener? Cottbus hat da natürlich etwas dagegen. Es winkt der 9. Pokalsieg. 8-mal konnte man den Landespokal bereits gewinnen. Dieser Distanzschuss hier von Borgmann wird aber von Thoms sehr, sehr stark pariert. Und dann gehen wir schon Richtung Halbzeit. Nochmal die Gäste vielleicht mit einer Aktion. Aber der Schuss, Torwartfutter und dann geht es tatsächlich in die Kabine. Zeit für euch mal unseren Kanal zu abonnieren. Verpasst kein Highlight mehr aus dem Amateurfußball hier auf KICK-TV. Und für ein Highlight wollen auch die Gäste in Halbzeit 2 sorgen. Zwei Finals haben sie bereits verloren im Landespokal. Das soll nicht ein drittes Mal passieren, aber Cottbus rollt den Konter und das unerbitterlich. Hofmann gegen zwei Mann und dann ist da viel Platz und in der Mitte lauert jemand, der weiß, wie man Tore schießt. Hottmann zum ersten und zum zweiten. Applaus 65. Spielminute, dieser Mann lässt das Stadion der Freundschaft beben. Abwehr des Torwarts etwas unglücklich, aber das ist dann auch bärenstark gemacht. Luckenwalde in deutlicher Überzahl, aber sie können ihn einfach nicht stoppen. Da beginnt schon die Ekstase bei den heimischen Fans. Und Cottbus will auch schnell das dritte Tor machen. Freistoß Hofmann, Parade Thoms. Die
Meister ruhender Ball. Luckenwalde wieder in Überzahl im eigenen 16er. Situation scheint geklärt und dann ist da einer. Der ist für die besonderen Momente da. 3:1 Hottmann. Cottbus feiert. Natürlich kann man das viel besser verteidigen, aber das ist am Ende des Tages einfach überragend gemacht mit der breiten Brust eines Stürmers, der Tore schießt, macht Hottmann den rein und dann ist das Spiel natürlich vorentschieden. Nächster Freistoß und die endgültige Entscheidung folgt sogleich. Jonas Hildebrand mit dem 4:1, 76. Spielminute. Dann ist das Spiel tatsächlich auch schon vorbei. Cottbus kann den 9. Landespokalsieg feiern. Am Ende natürlich hochverdient. Als nächstes steht für die Mannen von Klaus-Dieter Wollitz die schwere Relegation gegen Unterhaching an. Erstmal lassen wir die Bilder der Siegerehrung für sich sprechen. Wunderschöne Jubelszenen im Stadion der Freundschaft. Weitere Highlights vom Finaltag der Amateure gibt es hier auf YouTube bei KICK TV.